Hero Beat Studios, Handy Games. Und ein Disclaimer, es ist noch Arbeit im Pre-Alpha-Stadium, was wir jetzt gleich zu sehen bekommen. Und ich sag mal, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Endling. Extinction is Forever, bei dem wir einen Fuchs spielen, der ja, auf seine Jungen aufpassen muss in einer Welt am Abgrund, die sich immer mehr zerstört. Und wir müssen unseren kleinen Welpen alles beibringen, damit sie in dieser rauen, sterbenden Welt überleben können. Und ich würde sagen, ich strute jetzt einmal das Spiel, aber zuerst mal bewege ich jetzt hier diese Maus, ja? Diese, die eigentlich keinem aufgefallen ist, bewege ich jetzt mal hier weg. So, damit sie uns weiter nicht stört. So, New Game. Ach, und ich bin extrem gespannt. So, der letzte Fuchs. So, die Welt brennt. Und da hinten ist eine 3. So, wir nehmen mal die Beine in die Hand. So, rauf hier. Ich hoffe, den Welpen geht's gut. So. Okay, dann graben wir doch mal schnell. Okay, ja, das reicht schon. Schnell hier durch. Fuchs? Ah, ich glaube, das ist ein Gerücht. Einen Fuchs gibt es noch. Keine Eichhörnchen mehr. Keine Igel. Keine Wölfe. So, komm. Kommen wir doch rüber. Nee, hier brennt's. Warum? Kommen wir wieder zurück? Warum sollten wir zurück? Wir wollen da lang. Wir kommen da nicht rüber. Dahinter brennt es einfach. Hey, müssen wir uns da einen Weg suchen? Ich hoffe doch, dass es so ist. Oder ich stelle mich gerade wieder doof an. Ah. So, wir interacten mal. So. Ausgezeichnet. So. Ach. Es gibt immer einen Weg. Und so schrecklich, wie das hier gerade aussieht, aber ich finde es sehr schön gemacht. Ist sehr stimmungsvoll. Oh Gott, oh Gott. Na komm schon, na komm! Ja, 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 ja. Na los, komm, mühl dich raus! Ach Gott. Der Hirsch hat es leider nicht geschafft. So, aber kann ich mir so ein Keulchen mitnehmen? Der ist ja auch schön, der ist schön knusprig. So, dafür komme ich in die Hölle, ich weiß, aber... so feines Fresserchen werden wir so bald nicht mehr bekommen. Ach, und wir humpeln mal nach Hause. Ich wusste es. Ja, man kann ja nie immer was wissen, aber ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. So. Hier rüber. Ah, der Regen, der erlösende Regen.
einmal hier lang. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Vielleicht hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ein Loch im Zaun. Stacheldraht. Peep out. Vielleicht auch hier hoch. Oben hantiert. Was ist. Was für eine merkwürdige Gestalt da oben. Ach, meine Süße. Ach, ich würde sie gerade gerne knuddeln. Nein! Oh. Nein, sind die süß! Nein, guck sie dir an! 4 Stück! Oh, jetzt will ich sie aber richtig knuddeln! Guck sie dir an! So soll der aussehen. Ja! Und der? Und so ganz, ganz dunkler. Ja! So! Und hier? Oh, du bist so ein Süßer. Komm hier, ja, so ist schön. So, und du bleibst so. Ja, schön. Ja, so soll es sein. Na, nicht weggehen. Ja, schön für Mutti kuscheln. Herzlich willkommen zu Endling. Extinction is forever. So, ich glaube, haben wir Hüngerchen oder ist es der Helsbalken da unten? Ich guck nochmal. Guck dir die kleinen Süßmöpfchen an. Guck den. Hallo, du Süßer. Schön. Ach, so geil. So, Zeit zum Aufstehen. Wir müssen ein bisschen Fresserchen suchen. Draußen schleicht irgendein komischer, gruseliger Typ durch die Gegend. Die nächste Nacht. Okay. So. Okay. Bring Essen für die Welpen. Ich weiß, wo ein schöner, knuspriger Hirsch liegt. ist nur mal so gesagt. Boah, ey, die Welt. Hallo. Okay, sehr schön. So, wir könnten hier rauf. Okay. Könnten interacten. Oh, cool gemacht. So, wo lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier. Ich hör's doch. Ich hab's, ich bin, keine Ahnung, ich bin der Dürfste. Ich wäre so tot, als Fuchs wäre ich so tot.
Aber hey, es hat hingehauen. Es hat funktioniert. Geil. Oh, wir haben. Es ist ein köstliches Kaninchen mit einem sehr langen Schwanz. Es ist keine Ratte. Nein, es ist ein köstliches, leckeres Kaninchen. So. Das bringen wir jetzt mal wieder zurück zu den kleinen, süßen Welpchen. So. Geh wieder zurück. Oh, die Welt. Oh Gott. So, und hinein mit uns. Ja, ist doch Fresserchen. Okay, gut. So, genug ausgeruht. Vielleicht könnten wir jetzt nochmal... Vielleicht die zweite Nacht. So, ich hoffe, die wird so genauso erfolgreich wie die erste. Wir können noch mal ein bisschen was Schönes finden. Hier in der Nähe ist jetzt gerade nichts. Vielleicht. Hier ist er. Oh, heute geht's hier lang. Okay. So, wie sieht's aus? Wir folgen mal der Fährte. So, dann müssen wir hier runter. Ich halte auch immer ein bisschen die Augen offen. Die hier nicht... Da war irgendwie was gerade. Ich hab's quietschen gehört. Hallo. Hier. Ja, wir haben's. Okay, gut. Ja, damit bin ich zufrieden. Alles schön, alles geil. So. Lecker Fischchen. So, sehr schön. Vielleicht. Ich bin neugierig. Wirklich neugierig. Okay, bald bricht der Tag an. Ist nicht mehr so lange. Da sollten wir uns anscheinend nicht mehr hier draußen rumtreiben. Irgendwas ist noch. Ach, nee. Ach ja, wenn man den Mund. Ich wollte schon Maul sagen, ja. Wenn man den Mund voller Fresserchen hat, dann kann man leider kein anderes Fresserchen riechen. Ah, schade. Aber da hinten hat es auch noch irgendwie gequietscht. Da war wohl wieder so ein Langschwanzhase, war da schon wieder am Start. Ah, irgendwie nur Industrie. Und da hinten... Was... Was zum Fick die Henne? Was zum... Die gibt... Na. Die gibt eine Müll in den Fluss. Es ist auch... Aus dem wir unser Essen holen. Tolle Wurst. Richtig geil. Ganz großes Kino. So, rein hier. Wir haben noch einen nicht vermüllten Fisch. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob der nicht irgendwie ein bisschen zu wenig Fresserchen wäre. Ja, so ein kleines Fischchen. Aber da hat er richtig ordentlich reingehauen. Voll geil. Ja, schlaft schön, meine kleinen Süßspätzchen. Was? Nein. Tu's nicht. Es sind nur noch drei. Die dritte Nacht. So, LB. Da ist... Was ist das? Ach. Oh, schön. Gut gemacht.
Schnuffbärt gegriffen? Ein Boot verschleppt und wir kriegen die Fährte nicht mehr. Scheiße. Oh nein. So, hier ist nichts. Hier finde ich auch nichts. So, hier rauf. Hier hinten hatten wir irgendwie so ein kleines Quietschen gehört. Gestern noch. Vielleicht. Nee. Nichts. Nichts zu futtern da. Da kommt heute wieder der LKW. Steht er da gleich wieder? Nö, heute noch nicht. Verspätet sich noch ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Aber... ich kann keine Fährte aufnehmen. Nichts. Nichts zu futtern. Nichts zu spachteln hier. Oh, die halbe Nacht ist schon wieder rum. Ich schnüffle und schnüffle, aber ich kann... Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Was machen wir? Was machen wir denn? Wir brauchen noch was zu futtern. So... Nee. Da hinten ist noch so eine erleuchtete Hütte. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwie eine Chance? Finden wir hier noch was? Hier noch ein Fischchen oder so? Hier. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte schon, wir müssten hungrig heute den Tag überstehen. Oh Gott. Sehr schön. Ach, ein schöner, saftiger Fisch. Geil. Ah, ist das schön. So, wir müssen unbedingt nach Hause. Am Tag hier draußen sein, ist, glaube ich, nicht so aufregend. Ah, wir müssen uns sputen. Und der Weg nach Hause ist ganz schön weiter. So. Vielleicht... Ich gebe mal Schubrakete. So, rauf hier. Nee, hier. Ja, danke. So. Und dann ab rein hier. Ach. Und die Wänste sind voll. Und ich habe diesen... Ich habe diesen Aufziehfrosch. Warum? Warum habe ich den jetzt hier? Ach. Ich will Schnuffbärt viel lieber wieder haben. Oh, guck mal, die sind größer geworden. Nein. So. Wir können die knuddeln. Ich will die knuddeln. Jetzt knuddel sie schon. Ja, es ist schön. Guck's dir an. Oh, es ist geil.
Oh, ja. So, meine kleinen Süßkinder. Na, kommt. So, hui. Heute geht's Fresserchen holen. So, man muss so schnüffeln. Schnuffbert. So, die anderen kommen alle mit. Ist die Frage, ist wirklich die Frage, ob wir die... Na kommt. So, kommt ihr hier runter? Geht das? Ja, schön. So, wieder die Spur aufnehmen. Ah, die Schornsteine. Ach. Schöner. Was ist das da hinten? Und die kleinen Süßen, da kommen sie denn auch darauf. Ah, richtig geil. Hier. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Hier gibt's Fresserchen. Da hinten. Da hinten gibt's irgendwas. Wir können interacten. So, und dann können wir hier einmal raus. Und wir können mal schön droppen. Ich droppe mal. Ah, jetzt geht's. Na, meine kleinen Süßen. Na komm. Schnambuliert mal. Was auch immer das sein soll. Okay. Gut. So. Frage. So, komm. Ist mein Fisch. Geh weg. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Hör auf! Nein! Jetzt geh doch schon weg! Ich hatte dir den Fisch schon! Nein! Jetzt ist es doch! Ich krieg den Fisch nicht. Ich krieg ihn nicht. Ach, dieser... Jetzt ist doch gut. Na, das ist doch, jetzt nimm. Es wird so nicht. Der lässt sich einfach nicht vertreiben. Er lässt sich einfach nicht vertreiben. Und ich krieg nicht, ich kann den Fisch nicht nehmen. Ich kann hier Putzelbert, hier, Putzelbert kann ich nehmen. Aber irgendwie... Na komm. So, jetzt ist es wenigstens markiert. Und jetzt? Wir haben nicht mehr so viel... Jetzt... Es ist doch... Jetzt will er was von uns. Ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Na tolle Wurst. So, wir gehen jetzt der Spur hinterher. Wir gucken uns das jetzt an, was hier hinten los ist. Da hinten war das. So. Kommt, meine Kleinen. Da hinten. Da ist irgend... Was ist das? Hier ist ein Eimer. Hier endet die Spur. Nee, hier geht's weiter. Ah, uns läuft die Zeit weg. Okay, der wollte es nicht haben. So, kramen uns schnell nach unten durch. Ich weiß nicht, was es bringt oder was es bedeutet, wenn die Sonne aufgegangen ist. Aber wir müssen die letzte Spur hier, die müssen wir uns noch holen.
Mhm. Oh Gott, oh Gott. Kommt, Kinder, wir müssen gehen. So, einmal hier durch. Wir müssen wirklich gehen. Schnell, Kinders! Kinders? Warum ist es jetzt nur noch eins? Das ist doch... So, ich mache mir schon Sorgen hier. So, wir haben wirklich ein Hüngerchen. Da hinten... Ach, Mann, ey. So, wenn der verdammte Dachs nicht wäre, ich hätte doch schon meinen Fisch. Aber nein... Der will auch futtern. Komm, hau dich ab. Er geht einfach nicht weg. Das ist hier so ein ewiger Kreislauf anscheinend. Und jetzt? Ich zoome mal noch mehr ran für quasi noch mehr Action. Es funktioniert einfach nicht. Ach, der Dachs. Verdammt, da hinten liegt der Fisch. Ich brauche Futter. Da ist der Fisch. 2 Meter weg. Und der verdammte Dachs hier, der macht hier einen auf irgendwie, keine Ahnung, König des Waldes. Das ist immer wieder das Gleiche. So, ich komme da nicht ran. Ich komme da definitiv nicht ran. Scheibenkleister, da waren wir irgendwie viel zu langsam. Und die Kleinen haben Hunger. Ja, hier runter. Ich kann den Fisch nicht. Es geht einfach nicht. So, die Kleinen laufen da dran vorbei. Was ist los? Was ist los? Oh nein, die haben Hunger. Oh Scheiße. Oh nein, die Kleinen haben wirklich Hunger. Da ist noch mehr Action. Was ist hier für eine Action? For a better tomorrow. Air Corp. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Ach, der eine hat Hunger. Weil ich den Fisch nicht bekommen habe. Ah, Scheiße. Nein. Es ist der, aber es geht einfach nicht. Und ich kann nicht über ihn drüber springen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein bisschen käsig gerade. Ich dachte, ich wäre klug. So. Nein! Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Okay, gut, ja. So. Aber warum haben wir jetzt wieder so viel Essen? Ich verstehe es nicht. Hier, da kann sich mit dem Dachs anfreunden. Ist mir völlig Latte. Vielleicht können wir uns in den Fisch holen. Komm, wir gehen nach Hause. Mir laufen hier viel zu viele Menschen rum. Scheibenkleister und einen Welpen haben wir verloren. Ah. Was ist denn hier los? Haust du ab?
Alter, was ist denn das hier für eine Action? Ich will doch halbwegs leiden. Boah. Na komm, meine Süßen. Ja, der eine hat jetzt Stinkelaune. Na komm. Komm, mein Süßer. Na komm. Ja. Na kommt. Wir müssen weiter. Immer diese Nachzügler. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir die ganze Zeit Sorgen hier. So. Naja. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Es ist doch kein guter Tag. Heute war kein guter Tag. Das ist alles nicht so aufregend. Da waren es wirklich nur noch zwei Scheibenkleister. Vielleicht sollte ich... Was zum Teufel? Die fünfte Nacht. Okay, ich brauche unbedingt... Muss unbedingt was zu futtern auftreiben. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist mitten in der Nacht hier? Wo kommen die Arschkrampen her? Und was wollen die von mir? Wollen die, keine Ahnung, soll ich ihnen den Arsch aufreißen oder was? Ah, jetzt hängt er da hinten rum. Toll. Der hängt jetzt wirklich die ganze Zeit da hinten rum. Was wollen die? Die vergiften hier schon alles. Den Fluss, die Luft. Was wollen sie denn noch von mir irgendwie? Wollen sie noch meinen Schwanz haben oder was? Als Glücksbringer oder wie? Es ist doch wohl... Da hängt der da hinten rum jetzt. Das ist so eine Action. So, können wir hier noch irgendwie was erschnüffeln? Letztes Mal waren wir jetzt hier. Oh, die Kleinen, die können auch schwimmen. Guck sie dir an. Die Köpfe, die Schnäuzchen reichen nicht mal quasi über die Wasseroberfläche. Aber, die schwimmen schon kräftig hinterher. Findet man hier noch was? Gestern waren wir da drüben auf dieser Insel. Was ist das? Müll? Bläh. Mal gucken wir mal, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausgraben hier. So, meine kleinen Süßkinder. Habt ihr gegessen? Nö, kommt, esst mal reichlich. Alte Frikadelle. Geil. So, können wir noch was riechen? Richtig geil ist es nicht. Oh, hier gibt's noch ein lecker Eichen. Aber wie kommen wir da runter? Vielleicht von der anderen Seite? Ist aber auch nur ein Ei. Keine Ahnung. So, meine Kleinen. Wollt ihr noch? Der eine will noch. Ja, guck's dir an. Schön, noch eine Gräte rein. Lecker, lecker. So, hier drüben wäre noch was, aber ich glaube, müssen wir denn von der ganz anderen Seite. Zumindest die zwei müssen wir hier durchbringen. Da drüben steht... Das ist der Angler? Da drüben steht der Angler. Kann ich noch irgendwie was schnüffeln? Sieht schlecht aus. Irgendwie ist hier nichts. So, könnten wir jetzt hier rüber? Sind das Überwachungskameras? Da hinten am Baum? Und war der Fluss gestern auch schon so mistig, als wir den Fisch gefangen haben? Jetzt schwimmen hier irgendwelche Plastikflaschen und Eimer rum. Ich bin mir unsicher. Vielleicht wird ja mein schönes rotes Fell auch irgendwann, keine Ahnung, fällt aus und wird...
braun und keine Ahnung. So, wir gucken mal. Vielleicht. Alter Schwede. Die Fischgräten haben aber nicht unbedingt satt gemacht. Und ich finde hier nichts mehr, oder? Auf der Seite? Finden wir hier noch was? Theoretisch müsste ich nach Hause. Es würde für die Nacht reichen. Bis morgen wird's reichen. Neue Spuren haben wir leider nicht gefunden. Ne. Komm, lass uns nach Hause gehen. So, ich hoffe, morgen ist diese komische Gestalt da vor unserem Bau verschwunden. So, rauf hier. Na komm, meine kleinen Süßen. Ja. Sehr schön. Kommt man hier vielleicht auch rein? Sieht so ein bisschen... Weiß ich nicht. Da hinten ist wieder so ein... Kann man hier irgendwie was erschnüffeln? Nö. Irgendwie nicht. So, aber vielleicht gehen wir da morgen lang. Vielleicht machen wir das mal so. So, ich gehe jetzt nach Hause. Es wird zu gefährlich hier draußen. Es wird definitiv zu gefährlich hier draußen. So, die Sonne geht auf. Irgendwelche komischen Wandersleute, die wollen jetzt hier irgendwie gerne, weiß ich nicht, gerne den letzten Fuchs auf Erden irgendwie ihr eigen nennen oder was auch immer. Drei Süßen. Ach, so schön. Oh, der Magen knurrt ein bisschen. Wir haben einen verloren. Das wird euch natürlich nicht passieren, falls ihr selber spielen solltet. Ach, mir ist es leider passiert. So, die sechste Nacht. So, meine Kleinen, kommt, wir... Scheibenkleister. Wir brauchen erst was zu essen. Wir müssen erst was zu essen holen, dann können wir der Spur folgen. Ach Mann, ich folge der Spur und hoffe, dass wir was zu futtern kriegen auf dem Weg. So, der Typ hat sich ver... Ach, das war das Geräusch, okay. Okay, hier geht's weiter. So, nichts zu essen. Da hinten beim Dachs war noch ein Fisch. Der würde uns ordentlich über die Runden helfen, aber ich weiß nicht, ob der Dachs... Eine Katze? Was? Gern geschehen. Wirklich gern geschehen. Arsch. So. Dann haben wir hier. Wir brauchen was zu essen. Es ist so, wir können der Story folgen oder wir können was zu essen holen. Es ist wirklich grausam. Die Entscheidungen sind echt grausam. Ich glaube, wir werden schon wieder in Welten verlieren. Nee, es ist, hier gibt es einfach nichts zu futtern. Das ist das große Problem. Hier gibt es was zu futtern. Oh Gott. So, der Typ, ja. Hier gibt's was zu essen. Der eine hat Hunger. Was ist das? Okay. Eine Art. Was ist das? Eine Drohne oder sowas in der Art? Die Aircorp schon wieder. Als würden die sich sorgen, als würden die sich kümmern. Oh nein! Nein! Oh! Heilige... Ja, die Ausrottung ist wirklich für immer. Danke fürs Spielen. Ich würde sagen,
Alter Schwede. Ach. Oh, das ist das Ende der Demo? War das so? War das so geplant? Oder ist es wieder meine eigene Doofheit gewesen? Hätte ich mehr schleichen müssen? Ich hab den Hund gesehen am Ende. Aber ich dachte so, der ist weit weg quasi. Wir können uns hier durch die Gegend schleichen. Ich brauche Leckerfresserchen. Und gerade ihr hofft, dass es ein bisschen mehr ist als ein Beutel voller Abfall. Och, heilige Scheiße. So, ich hoffe, euch hat das angespielt gefallen. Ich hoffe, euch hat auch das Spiel vor allen Dingen gefallen. Ach, und wenn es das getan hat, beschlisst Endling. So, wink mit dem Zaunpfahl. So, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was für ein hartes, aber auch bildschönes Spiel. Und, ja, was für ein schrecklicher Hintergrund. So, in diesem Sinne, hab noch eine wunderbare Zeit. Komische Überleitung, ich weiß, aber ich muss jetzt für mich selbst noch ein bisschen sinnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und rettet die Füchse. Und alle anderen Tiere. Und die ganze Welt. Tschüss.